Wenn du wissen willst, wie man als Führungskraft mit der neuen Generation Z besser zurechtkommt, dann solltest du dir unbedingt meine Folge Führungsführerschein, dein Weg zur exzellenten Führungskraft, reinziehen. Denn da erkläre ich, auf was es ankommt. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Führungsführerschein, dein Weg zur exzellenten Führungskraft. Heute geht es um die Generation Z. Und ich weiß, ich bin in sehr vielen Firmen unterwegs und ich kriege immer wieder die gleichen Geschichten erzählt über die Generation Z, die sehr anspruchsvoll ist, die noch nicht so das Leistungsdenken hat, die von sich sehr überzeugt ist, die sehr viele Forderungen hat, ohne dafür auch im geringsten schon in Vorleistung zu gehen. Und dass es da an Respekt, an Manieren und an Zuverlässigkeit, an Verbindlichkeit fehlt. All das höre ich jede Woche. Nur, wie gehen wir damit um? Denn wir müssen auch diese Menschen führen und müssen sie integrieren in unsere Teams. Und da gibt es eine ganz, ganz, ganz einfache Lösung. Sie klingt einfach, ist vielleicht auch am Anfang ein bisschen schwieriger umzusetzen, aber wenn man da den Dreh raus hat, dann geht es von ganz alleine. Und zwar brauchen diese Menschen eine sogenannte Nachbeälterung. Das heißt, dadurch, dass sie sehr früh von ihren Eltern quasi verwöhnt wurden, in den Mittelpunkt gestellt wurden, müssen wir jetzt sie ein bisschen nachbeältern. Das heißt, wir müssen ihnen wichtige Dinge über das Berufsleben noch beibringen, die in ihrer Kindheit, in ihrer Erziehung verloren gegangen sind, beziehungsweise gar nicht angesprochen wurden. Und dementsprechend musst du es schaffen, eine sogenannte familiäre Atmosphäre in deinem Team zu schaffen, wo diese Menschen sich wie in einer Familie aufgehoben fühlen. Aber du musst jetzt mit ganz kleinen Schritten ihnen gewisse Dinge nacherklären, beziehungsweise überhaupt zum ersten Mal erklären. Und da geht es um so Dinge wie Respekt, es geht um so Dinge wie Manieren und es geht um so Dinge wie Verbindlichkeit, Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Verantwortung übernehmen. All das gehört nämlich dazu, zu dieser Nachbeälterung. Und wenn du jetzt versuchst, da einen Schuldigen zu finden, was überhaupt keinen Sinn macht, dann sind wir alle in dem Fall schuldig, weil wir Eltern natürlich mit unseren Kindern entsprechend so umgegangen sind. Also von der Seite her macht es keinen Sinn, sondern versuche das zu lösen mit der sogenannten Nachbeälterung. Solltest du noch Fragen haben, melde dich bei mir. Ansonsten freue ich mich über ein Like, über ein Follower. Und bis zum nächsten Mal, dein Jens.